Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Die AfD ist schon wieder gestiegen in den Umfragen. Sonntagsfrage Bundestagswahl. Hier steht's, schwarz auf weiß. Schaut mal hier, Insa für Bild hat gefragt. AfD mittlerweile 21%. Fast viermal so groß wie die FDP. Immer größeren Abstand zu den Grünen. Die SPD lässt man hinter sich und jetzt ist man sogar bei der CDU/CSU auf dem Weg, sie einzuholen. Ja, wenn man jetzt CDU/CSU trennen würde, dann wären sie, glaube ich, sogar auf Platz 1 schon. Die haben jetzt hier wieder einen Prozentpunkt verloren, das, was ich auch so ein bisschen schon angenommen habe in einigen der letzten Videos. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen: Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt dagegen? Und ich habe jetzt heute mal einige Punkte zusammengestellt und zwar gerichtet an die ganzen Altparteien und auch an zahlreiche Media-Outlets und so weiter. Was können wir jetzt tun? Das wird ja auch in den Talkshows häufig thematisiert. Was können wir jetzt tun, um die AfD-Umfragewerte endlich wieder nach unten zu bringen? Also, deswegen jetzt unbedingt aufpassen. Das Video ist nur für euch. Ich gebe euch einen Tipp, wie ihr das richtig wieder in den Griff bekommt. Tipp Nummer 1. Gut zuhören. Ja? Am besten ist es immer, wenn man auch psychologisch gesehen jemand überzeugen möchte, ist es immer, ihn zu beschimpfen. Ja, so wie zum Beispiel hier Safsan Cebli, schön laut immer, ja, wie sie auch in ihrem Buch schreibt. Und da sagt sie dann hier zum Beispiel zu diesem Ergebnis: Für diese 21% sind allein jene verantwortlich, die dieser rechtsextremen, rassistischen, Gewalt gegen Minderheiten schürenden Partei ihre Stimme geben würden. Niemand und nichts zwingt sie. Hört auf, sie zu Opfern zu machen. Wir haben ja auch in vielen anderen schon gesehen, zum Beispiel auch bei Ralf Stegner, der gesagt hat, ja, das sind einfach Menschen ohne Verstand und so weiter. Und ich habe auch im Rahmen meines früheren Lebens, wo ich ja auch mal Personal Trainer war und jahrelang mit Tausenden von Leuten im 1:1 gearbeitet habe, rund um das Thema Sport und Fitness, habe ich gelernt damals, dass es psychologisch extrem sinnvoll ist, jemand zu beschimpfen, wenn er eine Entscheidung trifft. Das führt nämlich dazu, dass er sagt, jawohl, du hast recht, ich setze mich nochmal richtig intensiv mit dem auseinander, was ich hier gemacht habe, und ich komme zur Raison und ich nehme jetzt wieder deinen Standpunkt ein. Du hast recht, ich wähle jetzt wieder richtig, so wie du es gerne von mir hättest. Das müsste man auf jeden Fall machen. Vor allem auch in Anbetracht der letzten 2,5, 3 Jahre so, wenn man sich überlegt, was alles so passiert ist und gesagt wurde und beschimpft wurde bei Menschen, die irgendwie sich anders entscheiden wollten und die gesagt haben, hey, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders. Da haben die ja schon eine gute Blaupause gehabt dafür, ja, wie es funktioniert. Einfach ein bisschen ausgrenzen, bisschen diffamieren, bisschen beschimpfen und so weiter. Kann man ja auch mal auf ichhabemitgemacht.de beispielsweise nachlesen, wie sowas geht. Da hat man ein gutes Tutorial für sowas, ja. Und wenn ihr damit einfach weitermacht, immer schön weiter raufhauen, dann wird es sicherlich dazu führen, dass diese 21%, also ungefähr so 13 Millionen, ja, der Wahlberechtigten, dass die dann sagen werden, jawohl, ihr habt recht, wir entscheiden uns wieder um. Punkt Nummer 2, ja, der hängt auch damit zusammen, bezeichnet euch selbst immer als Demokraten und die anderen nicht. Ja, noch eine bessere Idee. Schließt euch hier zusammen, so wie ich es neulich gepostet habe, ja, da seht ihr sie, die sozusagen Power Rangers der politischen Einheitspartei, CDU, Linke, SPD, FDP und Grüne. Schließt euch alle zusammen, ja, und dann könnt ihr euch sozusagen richtig gemeinsam motivieren und ständig sagen, wir sind die Guten, wir sind die Demokraten, so wie man das auch schon früher ja immer getan hat, bei dem neuen Sprung nach vorn und so weiter, ja. Und das wird folgenden Effekt haben. Ihr werdet nicht nur dafür sorgen, dass alle anderen, die gerade nicht demokratisch wählen, sondern, ja, ich weiß nicht, was genau die machen, wahrscheinlich irgendwie putschen die sich irgendwo an die Macht, so wie in Sonneberg oder so, oder bestechen sich irgendwie dahin, aber wählen, nein, 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 das tun sie natürlich nicht, ja. Ihr werdet nicht nur dafür sorgen, dass dort die Menschen wieder mehr zur Raison kommen, sondern ihr werdet auch einen richtig guten Trick damit erreichen. Und zwar, dass die Leute, wenn es wieder mal irgendwo an die Wahlurne geht, gar nicht mehr unterscheiden können, wen sie jetzt eigentlich hier wählen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin eher so ein FDP-Wähler und so, dass man gar nicht mehr weiß, okay, wenn man jetzt die FDP wählt,
Kriegt man dann eigentlich noch die FDP oder kriegt man immer alle gemeinsam? Das ist doch genau richtig, weil dann ist es so ein bisschen wie beim Kinderüberraschungsei. Ne? Man weiß nie so richtig, was drin ist. Und das wissen wir doch alle, Kinder freuen sich übers Ü-Ei. Und deswegen freuen sich doch wahrscheinlich auch die ganzen Wähler in Deutschland darüber, dass wenn sie so ein Ü-Ei einfach wählen und keine Ahnung mehr haben, ob das dem entspricht, was sie eigentlich mal politisch wollten, dann sind sie eigentlich richtig begeistert, ja, und denken sich so, hey, man muss doch im Leben auch mal immer wieder Abenteuer eingehen. Das ist auf jeden Fall mein nächster Tipp. Also immer euch selbst weiter als Demokraten bezeichnen. Ihr könntet das noch ein bisschen häufiger tun. Auch an Christian Dürr von der FDP gerichtet, der ja häufig in den Talkshows ist in letzter Zeit. Am besten nicht in jedem Satz nur einmal das Wort Demokrat nennen. Am besten eigentlich alle zwei Wörter immer Demokrat oder demokratisch dazwischen einfügen. Das führt auch dazu, dass die Leute weniger genervt sind und besser dem Satzfluss und so weiter folgen können. Ja? Nächster Tipp, unbedingt häufiger und noch schneller einknicken und weniger Standfestigkeit beweisen. Das gilt jetzt vor allem in Richtung CDU, CSU und Junge Union. Ja, ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Und zwar, hier haben wir wieder Sonneberg. Dort hatte man nach der Wahl die Dreistigkeit, einem politischen Gegner zur gewonnenen Wahl zu gratulieren. Und wir wissen ja alle, so ne, sportsmännisch gesehen und so, ist das alles unter einer Kanone. Man darf niemals als Verlierer dem Gewinner gratulieren. Das ist auch menschlich gesehen völlig inakzeptabel. Und die Junge Union Sonneberg hat aber diesen Fehler immer noch nicht gelernt. Die haben damals nämlich geschrieben, wir gratulieren Robert Sesselmann zum Gewinn der Stichwahl um den Landratsposten. Dann gab es ein bisschen Gegenwehr auf Twitter. Und wir wissen ja alle, wenn man ein bisschen Gegenwehr auf Twitter bekommt, zum Beispiel von Georg Restle, von WDR Monitor und so weiter, oder auch von anderen Accounts, dann sollte man möglichst schnell einknicken davor, weil es ist unfassbar wichtig, wer braucht schon Standfestigkeit in der heutigen Zeit, ja? Und da sehen wir auch, ne, hier, wir distanzieren uns von dem gelöschten Tweet mit dem gemeinsamen Statement des Bundes, Landes und Kreisverbandes. Ja, also auf keinen Fall mal zu dem stehen, was man eigentlich gepostet hat. Am besten immer jeden Tweet sofort löschen. Keinerlei Standfestigkeit. Auch das wird meiner Prognose nach richtig gut bei den Wählern ankommen. Nächster Punkt. Jetzt geht's mal langsam ums Geld, um die Wirtschaft und die Energiepreise. Ja, die ja die ganze Zeit so hoch sind und so weiter. Und die, ja, auch wirklich nicht so richtig am Fallen sind, obwohl man ja so gut über den Winter gekommen ist und so viel Schaden abgewendet hat. Aber wenn ich mir jetzt das angucke, ne? Kernkraft, seitdem wir die ja abgeschafft haben in Deutschland, sind ja auf einmal die Importe drastisch hier gestiegen. Ne? Man sieht hier, Deutschland importiert eine Rekordmenge an Strom. Ne? Monatlich grenzüberschreitender Stromhandel Deutschlands, Export-Import-Saldo. Und hier seht ihr es, man importiert immer mehr. Das heißt, wunderbar, Gratulation. Wir haben uns immer abhängiger gemacht jetzt vom Ausland und müssen immer mehr Strom selbst importieren und haben keine eigenen Reserven mehr. Das macht uns ja auch in Zukunft total abhängig von den internationalen Strompreisen und so. Und das, da kann ich doch nur sagen, genial. Einfach sowas von toll. Ja, das wird auch bei den Wählern richtig gut ankommen. Jetzt gehen wir mal in Richtung Medien. Was können denn die Mainstream-Medien noch besser machen, als sie es jetzt bereits tun? Ich habe eine Idee. Man könnte noch mehr von diesen Dokumentationen und Umfragen und so weiter machen, wie zum Beispiel hier beim MDR, wo man besorgte, scheinbar Bürger, die man gerade eben auf dem Marktplatz, wie man sagt, kennengelernt hat, interviewt, die dann ganz erschüttert sind und sagen, dass sie es gar nicht mehr aushalten können jetzt, ja, und dass man doch sogar sich selbst irgendwie, ja, boykottieren sollte und ausgrenzen sollte, weil man so besorgt ist, dass jetzt eben die Falschen gewonnen haben und so, ja, und man man unterschlägt dann einfach diesen Fakt, dass diese Person ja selbst in genau eben jenem Stadtrat selber kandidiert hat für die Linke. Das ist ein komplett unwichtiges Detail, ja, und das sollte man in Zukunft auch selbst weiterhin rauslassen. Ich habe ja selber auch bei der SAE in Berlin studiert damals, Film und Animation, und auch ich habe damals gelernt, ja, die Zuschauer oder die Leser, die wissen nicht, was ihr nicht sagt. Ja, die kriegen ja nur das mit, was man in dem Video sagt, und das, was man alles rauslässt, das wissen sie ja in dem Moment nicht.
Und deswegen kann man es ja auch in Zukunft, auch wenn es jetzt in irgendeiner Art und Weise vielleicht relevant wäre, einfach rauslassen, dann überfordert man sie nicht, ja, und kann weiterhin auch richtig gut die Regierungsarbeit unterstützen. Weiter so, ja. Oder auch hier bei der Taz, wenn es jetzt mal um das Thema Frankreich und Proteste in Frankreich geht. Auf keinen Fall mögliche echte Probleme hier ansprechen, sondern einfach Unterstützung bieten für die Proteste und so. Ja, sie sind für Jugendliche der einzige Weg, gehört zu werden. Das wissen wir doch alle, ja. Habe ich auch schon als Jugendlicher gelernt, wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, ja, oder wenn ich irgendwie mal wieder eine ja, Straftat mit einer anderen irgendwie begleichen wollte, ja, also Gewalt auf einer Seite aufwiegen mit irgendeiner anderen Gewalt, ja, das macht auf jeden Fall ja auch immer so viel Sinn, das habe ich auch früher schon gelernt, ja, dass das die beste Art und Weise ist, gehört zu werden. Einfach richtig doppelt und dreifach raufhauen. Und an die Politiker gerichtet wieder, ja, benennt auf keinen Fall auch mögliche echte Probleme hier bei der Integration und so, betont immer wieder, dass es sich einfach um ja arme Menschen handelt, die keine Perspektive haben und so, ob die Sportwagen fahren und wie viel Geld die tatsächlich verdienen, ist jetzt nicht so relevant in erster Linie, aber betont es einfach immer wieder. Damit gibt ihr auch den Menschen in Deutschland den Eindruck, dass, hey, sollte sowas mal bei uns passieren, dann haben wir alles perfekt im Griff und wissen ganz genau, woran das eigentlich liegt. Ja, also auch hier Gratulation, einfach genauso weitermachen. Und wir gehen wieder zurück zur Wirtschaft. Ich meine, Automobilindustrie, die konzentriert sich ja in Deutschland zunehmend auf das Luxussegment. Warum? Jeder, auch im Ausland, will einen schönen Porsche oder einen schönen Daimler fahren. Das ist Qualität made in Germany. Naja, made mittlerweile sehr häufig auch in China. Und die ganzen Arbeitsplätze werden nach und nach abgebaut, weil der Massenmarkt, aus dem verabschieden sich die deutschen Konzerne nach und nach und nach. Und das liegt auch überhaupt nicht an den ganzen Planvorgaben und der Planwirtschaft und so weiter und an den teuren Energiekosten in Deutschland. Nein, 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 nein. Ja, also Deindustrialisierung ist einfach nur ein Mythos. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch darüber liest, dass die Auftragseingänge im Maschinenbau drastisch sinken und hier alles zurückgeht, das ist doch bestimmt alles nicht so wichtig und alles nicht so relevant. Wichtiger ist vielmehr, dass man weiterhin an seiner Ideologie festhält. Dass man nicht so sehr immer auf die Realität guckt, weil das ist ja alles nur kurzfristig. Wir müssen immer langfristig denken. Ganz wichtiger Punkt, ja. Auch wenn die ganzen Ökonomen uns so ständig warnen. Und ich habe eine weitere Idee. Wenn man jetzt zum Beispiel den Maschinenbau, die produzierende Industrie, ne, also auch die ganzen Chemieunternehmen, all dort, wo auch sehr viel Wertschöpfung geschieht und wo sehr viel Steuern gezahlt werden, wenn man das nach und nach abschafft einfach, hat man immer mehr Degrowth und vor allem auch immer weniger CO2-Belastung. Deswegen, ich habe noch einen weiteren Tipp, man könnte mit der Immobilienwirtschaft ja direkt weitermachen als nächstes, am besten immer mehr Planvorgaben, immer mehr Vorschriften, sodass die Bautätigkeit immer mehr und mehr zum Erliegen kommt. Und wenn man hier wirklich noch weitermacht, einfach noch ein bisschen hier, den Gang nach vorne legt und einfach ein bisschen mehr noch von all dem, was ich gerade gesagt habe, macht, dann wird man bestimmt die Wähler überzeugen, wieder zurückzukommen. Ja, und in diesem Sinne, sanfte Grüße und auch einen schönen Tag noch an euch heute. Wir sehen uns noch später. Und was sagt ihr? Habt ihr vielleicht noch weitere Tipps, was die Altparteien machen können, damit wieder noch mehr die Leute überzeugt sind, wieder einer der Guten zu werden?